Michel Arn lebt und arbeitet im schweizerischen Bürtigen. Auf 21 Hektar produziert er Weizen, Soja und verschiedene Gemüsekulturen. Das Besondere an seinem Biobetrieb? Er wirtschaftet seit 2020 nach den biozyklisch-veganen Richtlinien. Das bedeutet, er hält keine sogenannten Nutztiere und setzt auch keine Düngemittel oder andere Betriebsmittel tierischer Herkunft ein. Hier werden die Kreisläufe rein pflanzlich geschlossen. Wir haben vorher mit sehr viel tierischem Dünger gearbeitet und es ist aus einem Arbeitskreis Boden entstanden, wo ich mir Gedanken gemacht habe für weniger Transporte auf der Straße und weniger Plastik für Silageballen und Arbeitsspitzen zu brechen mit Produkten, die ich auf dem Betrieb direkt verwerten kann. Wir haben auf dem ganzen Betrieb sowieso keine Tiere. Bei uns war das Futter immer für externe Betriebe und nach vielem Studieren auch von der Pflanzengesundheit mit der Überdüngung mit Gülle oder mit Hühnermist ist die Pflanzengesundheit wesentlich besser jetzt. Wir schließen die Nährstoffkreisläufe, indem wir wirklich nur noch Produkte verkaufen, die wirklich marktfähig sind und der Rest wird auf dem eigenen Betrieb wiederverwertet, kompostiert oder mit Flächenrotte eingearbeitet. Michel Arn produziert Zuckerrüben für die ökologische Zuckerproduktion, die er in Form von Zuckerrübenschnitzeln als Dünger zurückführt. Außerdem kommen Maishäcksel aus eigenem Anbau zum Einsatz. Dadurch stellt er auch eine gute Versorgung mit Phosphor und Kali sicher. In seinem Betriebskreislauf spielen Leguminosen eine entscheidende Rolle, zum Beispiel in seinem Zwischenfruchtgemenge. Dieses Feld wurde bis 2018 konventionell bewirtschaftet. Mein Ziel ist, den Boden aufzubauen mit Luzerner Einsaat, war 3 Jahre. Anschließend wird jetzt eine Gründüngung mit Weizen und Wicke eingearbeitet und eine Luzerner Cut and Carry zugeführt, um den Boden umzubrechen, für Mitte Juni den Möhrenanbau zu planen. Mit dem Cut-and-Carry-Verfahren gibt der biozyklisch vegane Landwirt Nährstoffe in den Boden zurück, wo sie gebraucht werden. Hier wenden wir das Cut-and-Carry-System an. Das ist Transfermulch vom eigenen Betrieb. Der wird auf dem Geberfeld gehäckselt und hier mit dem Kompoststreuer ausgebracht. Das Geberfeld ist doppelt so groß wie das Nehmerfeld. Die Masse wird 2-mal eingegruppert und anschließend 1-mal mit der Fräse eingearbeitet. Und das Feld ist bereit für die Rosenkohlpflanzung. Biozyklisch veganer Anbau bedeutet auch vorbeugender Pflanzenschutz. Mischkulturen und eine hohe Anbauvielfalt bieten natürlichen Gegenspielern ideale Lebensräume. Blühstreifen und Gehölzstrukturen sind weitere Elemente, die zu einem gesunden Gleichgewicht von Nützlingen und potenziellen Schädlingen im Agrarökosystem führen. Die Hecken und das Gehölze ist für uns sehr wichtig für den Nützlingsaustausch und Schädlingsaustausch und für die Windschutzabschirmung von Pflanzenschutz und anderen Parzellen. Bei uns auf dem Betrieb ist es wichtig, was wir mit Steinhaufen und Totholz Ökoelemente herstellen, damit die Wildtiere Unterschlupf finden, mit Igeln, Wiesel, Reptilien, die uns dann die Schnecken und die Mäuse auf dem Feld fressen. Michel Arn strebt eine dauerhafte Bedeckung seiner Felder an. Daher arbeitet er auch mit Untersaaten. In seinem Fall ist das die Sojabohne. Sie bringt mehr Vielfalt auf den Acker, verbessert die Bodenstruktur und verringert den Beikrautdruck. Wir stehen da bei meinem Hartweizenfeld. In den nächsten Tagen ist die Untersaat mit Soja geplant, auf 50 cm Reihenabstand. Der Vorteil von dieser Einsaat ist, dass ich 2 Kulturen ernten kann und den Boden viel länger bedeckt habe. Der Weizen wird nur die Ähre abgedroschen und im Herbst das Soja wird dann bodeneben abgedroschen mit dem Weizenstroh zusammen. Das Soja wird zu Tofu verarbeitet und die Weizenproduktion geht in die Nudelproduktion für Hartweizenteigwaren, die wir selber verkaufen. Die Erzeugnisse von Michel Arn sind vegan ab Feld. Dieses Qualitätsmerkmal hebt der Biobauer mit dem biozyklisch veganen Gütesiegel hervor. Unterstützt hat ihn auf seinem Weg der Förderkreis Biozyklisch Veganer Anbau e.V., der Betriebe im deutschsprachigen Raum bei der Umstellung begleitet und Beratung anbietet. Wichtig ist für mich
und auch für die Zukunft der Landwirtschaft, dass wir möglichst viel direkt Lebensmittel produzieren in die menschliche Ernährung. Das ist auch mein Betriebsmotto. Möglichst direkt ohne Verarbeitung von industriellen oder anderen Fabriken. Direkt ab Hof von Mann zu Frau oder Frau zu Mann die Produkte verkaufen mit hoher Qualität. Um die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen, müssen Tierbestände weltweit abgebaut werden. Und das Interesse an biozyklisch-veganen Anbau wächst, auch auf der Nachfrageseite. Michelle Arn und viele weitere Landwirtinnen und Landwirte zeigen, dass im biozyklisch-veganen Anbau viel Potenzial steckt. Ohne Nutztiere und ohne tierische Düngung wird hier eine hervorragende Bodenfruchtbarkeit aufgebaut und die Artenvielfalt gefördert. Für die Tiere, für das Klima und für uns Menschen. Jetzt umstellen auf biozyklisch-veganen Anbau. Wir helfen Ihnen dabei.